Niklas, schön, dass du es einrichten konntest. Hattest du einen schönen Urlaub? Unspektakulär. Wie lange hattest du denn jetzt Sommerpause? 3 Monate. Wie viele Gags hast du für Late Night Berlin geschrieben? Wie viele Einspieler hast du für die Show gedreht? Hast du in der Zeit irgendwas auf Instagram gepostet? Nope. Siehst du, Klaas, wir haben uns gefragt, was du in der Sommerpause gemacht hast. Business. Business. Korrekt. Und zwar so ein bisschen schleierhaft, welche Art von Business du da nachgegangen bist. Deswegen haben wir jemanden engagiert, der das mal nachprüft. Ihr habt mir hinterhergeschnüffelt? Klaas, kann es sein, dass du in den letzten Monaten jede Menge Scheiße gebaut hast? Manches lief besser, manches lief schlechter. Lies nach. Hier steht alles drin, was du diesen Sommer getrieben hast. Jetzt vertrau mir doch mal, tu mir doch mal diesen einen Gefallen. Das wird schon gut, ja? Also, du gehst da hin, du gibst ihm dieses Trikot, schüttel euch einmal die Hand, dann klick, klick, bums, fertig. So. Meinst du, was passiert? Oder? Meinst du, fließt jetzt aus der Nationalmannschaft irgend sowas? Was soll ich jetzt sagen? Typ, ey. Komm, ab, mach nicht so ein Theater. Einmal das Trikot bitte hoch nochmal. Genau, einmal für mich das Trikot. Genau, wie Vater und Sohn. Sehr gut. Haben wir? Mittag. Der Trikottausch von 2 deutschen Nationalkickern sorgt politisch für mächtig Wirkung. Stehen eng, zwingen den Gegner in die Breite zu spielen und verschiebe kompakt die Organisation mit Feldstatistiken. Mit Feldstatistiken. Das ist der Trainer, der muss das sagen. Ne? Aber Leute, jetzt mal unter uns. Ne? Piano, ganz entspannt. Es ist Südkorea, ihr seid Weltmeister. Macht ihr ein bisschen was für die Fans, bisschen Tiki-Taka, paar Hackentore. Und dann treffen wir uns alle hier in der Pause wieder. Ich habe Raclette vorbereitet für alle. Dann gucken wir mal, ob wir da in der zweiten Hälfte überhaupt noch mal raus müssen. Ne? Bis später. Aus für Deutschland und das in der Vorrunde, wie Fans und Mannschaft die historische Blamage verkraften. Kann es sein, bist du Böminator 90, bist du das? Mhm. Ja. Dann hast du Folgendes getwittert. Kriegt man jetzt einen Grimme-Preis für kurze Beine und Kackmusik. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass Klaas einen hat. Hashtag Kackmusik, Hashtag Gloria. Hast du das geschrieben? Mhm. Ja. Filmen Sie mich. Jetzt ist doch weiter. Kann man hier nicht mal ganz in Ruhe meine Straße runterlaufen, ohne gefilmt zu werden? Sie stellen sich doch vor meine Kamera. Wahnsinn. Ja, sagen Sie, Sie sehen so aus wie vom LKA. Der filmt mich hier die ganze Zeit. Können Sie denn mal rübergehen und das sagen? Der hat Sie auch gerade gefilmt. Sagen Sie denen mal, dass das eine Straftat ist. Wirklich, ist verboten. Hören Sie auf, mich zu filmen. Hören Sie auf, mich zu filmen. Er hat ihn frontal ins Gesicht gefilmt, ne? Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontal. Frontalaufnahme. Sagen Sie denen das ruhig, das ist eine Straftat. Sie haben eine Straftat begangen. Stopp, da bin ich wieder. Also, wo waren wir? Ich habe Sie offiziell aufgefordert. Hast du im Internet geschrieben, bevor ich noch eine Folge Late Night Berlin gucke, esse ich alle meine Zigaretten aus dem Laden und schieße mir in den Kopf? Ja, habe ich. Ja, Horst, was gibt's? Ja, das ist mir eine Ehre, dass du mich fragst, was du da sagen kannst zu deinem Geburtstag. Wie alt bist du? 69? Ja, dann mach doch irgendwie ein Wortspiel mit 69 oder so. Nee, bah, nee, nicht sowas. Horst, du bist eine perverse alte Sau, wirklich. Nein, sag das auf gar keinen Fall. Du kannst ja was mit 69 machen. Mach irgendwas zur aktuellen politischen Lage oder so. Irgendwas, was ein bisschen zu deinem Job passt, ne? Gut, ja, grüß auch Gott, tschüss. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Twittert hier in Ihrem Haushalt jemand unter dem Namen Aslak Syndikat? Ja, das bin ich. So. Und haben Sie Folgendes geschrieben? Klaas sieht in seinem Anzug aus wie ein arbeitsloser Handyverkäufer, der unter Parkinson leidet. Ja, das habe ich geschrieben. Da ist was dran. Schönen Tag noch. Ebenso, danke. Ja, siehst du, Ulle? Das geht doch noch. Komm,
Ja. So, wie heißt der jetzt, wo du nicht auf die Party darfst? Til Schweiger. Til Schweiger? Ich meine, du hast die Tour de France gewonnen. Was macht der denn? Der Manta Manta oder was? Wenn du da nicht bist, dann ist das auch gar keine Party. Weißt du das? Komm. Das war schön den Tiger aus dem Tank. Dann zeig mal, was du kannst. Wie um Arsch lecken. Der am Ende das gelbe Trikot anhatte. Ach so, warte mal, hier. Nimm mal den Besenstiel mit. Wer weiß, vielleicht brauchst du den noch. Gib ihn, ne? Leute, was geht ab hier? Und in Schweiger, du alles Sau. Komm ran hier. Aber ich habe einen Gag geschrieben. Ich habe einen Gag für Late Night Berlin geschrieben. Pass mal auf, hier. Warte. Da sagt der eine zum anderen, Entschuldigung, wo ist denn die andere Straßenseite? Und dann sagt der andere, ja, da drüben. Sagt der eine, ja, das ist doch komisch, die haben mich hierher geschickt. Ja. Wie war dein Urlaub denn?